Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier in meinem Telefon zu einer neuen Folge von Death Road to Canada. Ich bin gespannt, ob unsere heutigen zwei Opfer das irgendwie nach Kanada schaffen oder ob die beiden auch irgendwo auf der Death Road verritten werden. Ich wünsche euch damit zumindest viel, viel Spaß. Und zwar, die heutigen Opfer des Tages sind einmal Georgian mit dem Vorteil eines Explorers und dem Merkmal, charmant zu sein. Charme ist ja eigentlich immer was ziemlich gut ist. Und wobei ich gar nicht weiß, ob Georgian männlich oder weiblich ist. Ist vielleicht männlich, dann kommt Charme erst recht gut rüber. Und Buddy Chrissy, ich weiß nicht, ist das ein Mundschutz? Oder, naja, zumindest ist ihr Vorteil, sie ist Hundefreundin und sie ist besonders gut gelaunt. Das hört sich zumindest sehr, sehr gut an. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach das Spiel und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie die Reise nach Kanada verläuft. So, Georgian hears rumors that Canada is a safe place, free of the threat of zombies, with nothing to gain from waiting around Florida. Siehste, ist doch eine Frau. Gut, es kann ja, hätte männlich oder weiblich sein können, beide sein können. She decides to brave the death road and travel north. So, meine Lieben, ich bin sehr gespannt, was wir als erste Location zur Auswahl haben. To start the journey. Es ist immer ein Wort, was ich nicht aussprechen kann. Egal, gut, lassen wir das. House on the road, quiet factory, quiet hotel or rest stop. Pass auf, wir nehmen jetzt mal den Rest Stop in der Hoffnung, dass wir hier ein paar gute Supplies finden. So, Swarm Size ist mild, die Aggressionsgrad ist, naja, ist okay. Und es ist nahe des Abends. Und wir besuchen einen Rest Stop. Die sind ja meistens nicht so groß am Anfang. So, pass auf, da ist nämlich die erste Tür. Ich finde, was hat sie denn eigentlich für eine Waffe hier? Also ist mal wieder eine Ladies-Gruppe. Ah, Toiletten sind aber scheiße, ne? Oh, ihre. Ich wollte gerade sagen, was hat sie für eine Waffe? Keine mehr. Keine mehr. So, ein Burger. Lady, nimm dir doch einfach mal eine Waffe. Geht es? Es kann nicht sein, dass ich dich jetzt mit verteidigen muss. Oh, irgendwas läuft doch da schon wieder falsch. Oh, was ist das? Das sah aus wie Gold. Nimm doch da den Regenschirm! Gute Wahl. Na, geh zum Klo. Hat wahrscheinlich so sehr gestunken, hat sich nicht reingetraut. Also, ordentlich mehr die Kids haben wir eingepackt. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt auf der Reise. Und da oben müsste die letzte Tür sein, ne? Der Reststop hat den Vorteil, er ist meistens nicht so groß. Er ist nicht so verwinkelt, dadurch kriegst du auch nicht so viel. Ich glaube, das war's auch schon. Wenn jetzt nicht noch irgendwo eine Tür auftaucht. Habe ich irgendwie meine Waffe getauscht und es nicht mitbekommen? Ich glaube. So, wir brauchen auch gar nicht groß drüber rumgucken, sondern wir steigen einfach ein. Und fahren los. So, sechs Burger ist eigentlich auch okay. Sechs Burger, 23, das habe ich gar nicht so mitbekommen, 23 mal Sprit, 3 Medikits. Gut, dann waren wahrscheinlich die ganzen, wo ich dachte, wir hätten Medikits eingesammelt. Also Treibstoff. Okay, alles klar, gut, weiter. Aber sie sind beide gut gelaunt. So, die Laune, ich wollte gerade sagen, sie sind gut gelaunt. Das darfst du nie zu laut aussprechen, denn die Laune scheint zu kippen. Denn das Camping ist scheiße. The group couldn't find any safe shelters, but was able to cobble together a campsite. The weather's terrible all night. Also, wer da beschissen, schon mal schlecht geschlafen, das ist schon mal immer grundsätzlich scheiße. Siehst ja, ne? Sinkt die Laune gleich. But shiny garage, the group finds a still shiny car garage. The sign says Carl's Customs. Waren wir nicht schon mal in der Garage Carl's Customs? Das war ein Trip mit einem Typen, der eigentlich gesagt hatte, er ist Mechaniker, aber der so unfähig war. Oh, das war relativ gegen Ende, wo wir tatsächlich auch ein Auto und neues Material brauchten. Das ist gut. They find some gas and some mysterious car parts. Haben wir die Car Parts jetzt mitgenommen? Wir sind ja jetzt noch relativ am Anfang. Also, es kann natürlich sein, dass die Ladies, ich weiß nicht, wie begabt sie sich anstellen, noch mehr kaputt reparieren. Also, kaputt machen, als vorher schon kaputt war. Sie soll mal probieren, das Auto ein bisschen aufzutunen. Georgian tries to repair the car in the hope it goes a little further before breaking down. She has
no idea what she's doing and wastes a day's time pretending to work on the car. Also sie hat keine Ahnung, was sie da tut und sie hat einen ganzen Tag dafür auch noch verschwendet. The car runs like it's in good shape. The car looks all beat up, but still sturdy. War also, glaube ich, nicht so lohnenswert. Wir gucken gleich mal in die Infos zu dem Auto. Ja, das war jetzt Risiko, ne? Aber no risk, no fun. Light rain. The group reaches a city as it starts to rain. The drizzle seems to rile up the local zombies. Your zombie forecast is built. Oh, Aggression, irritated und, oh, Nähe, when driving to the city. Also, grocery store, convenience markt. Pass auf, wir nehmen jetzt einfach mal den convenience markt. Und gucken mal. Ich hoffe, das geht jetzt gut. Wir müssen dann unbedingt mal gucken, wie es dem Auto geht, was es sagt. Los! Also, wir gehen einfach mal hier in dieses kleine Auto. In das kleine Auto! Seht ihr nicht das fahrende Auto, was dort steht? In das Haus. Oh, ich bin auch echt dumm, ne? Oh, ist ein Mülleimer? Nein, den wollte ich nicht nehmen. Da ist nichts drin. Gut, das lohnt sich hier also nicht. Haus, meine ich natürlich. Es ist ein Haus, kein Auto. Oh, da lag ein Schraubenzieher, ne? Beim Auszug vergessen. Ist da was drin? Munition. Überall nur Toiletten. Warum hat dieses Haus so viel Klos? Scheiße, Mann. Warum gibt es hier so viele Klos? Dreck. Scheiße. Ja, diese kleinen Häuser sind sehr riskant, ne? So, wir gehen jetzt raus. Es wird ja nicht besser mit den Zombies. Geh weg. So, shop and go. Ja. Ja, Burger, essen. Essen ist Überleben. Okay, da ist nichts drin. Da auch nicht. Yes. Solange hier noch keine Zombies sind, nehmen wir die Schusswaffe mit. Ich weiß es nicht. Wow, wo kam das jetzt her? Ist es eine Bombe? Haben wir die gezündet? Warte. Ach, ist sie. Ach, schwör. Oh, lauf. Geil. Aber wer hat die Bombe hier liegen lassen? Was ist das? Ein Besen? Kommen wir jetzt nicht mehr raus? Ich wollte gerade sagen. Ach, wir können Türen auch schließen? Können wir Türen auch wieder schließen? Gut, das macht keinen Sinn, in so kleinen Räumen eine Tür wieder zu schließen. Das ist gut zu wissen. Ich weiß nicht, ob der Besen jetzt besser ist, ne? Pass auf. War hier nicht noch irgendwo eine Schusswaffe? Die jetzt eingetauscht für meinen Besen? Scheiße. Gut, dann würde ich sagen, raus hier, weil es wird nicht besser, was wir finden. Alle einsteigen. Also, 7 Essen, 34 Gas, das ist richtig gut. 6 Total Pistol Ammo und Total Rifle Ammo. Ach, George und Chrissy. Streit bei den Mädels. Was ist. Also das mit den Bomben fand ich auch geil. Das sagen wir bis jetzt noch nicht so. Barricading before bed. At the end of the day, the group hides in a drafty old house. Some zombies roam around outside and the doors of the house are barely on the hinges. Should someone barricade the house? Ja, pass auf, Chrissy soll jetzt mal. Chrissy barricades the flimsy house. She nails some planks on some doors, but they keep falling off. Ach du Scheiße, gut. Und Chrissy ist dabei verletzt. Also, Chrissy soll das Haus ein bisschen verbarrikadieren und hat sie nur so ein bisschen notdürftig gemacht. Und jetzt ist sie verletzt, weil die Zombies da durchkamen. Choose your fate. Bandits are gone. Oh, jetzt haben wir das schon wieder. Also, die Banditen stehen an der Brücke und wollen jetzt wahrscheinlich, warte mal, they demand that anyone passing pays at all. They want 9 food for pass safely. 9 Essen wollen die. Also, was haben wir? Pay, refuse and fight. George and take a detour instead. Chrissy, let's jump it. Über die Brücke springen.
Chrissy is real mad about having to pay bridge tolls, even post-civilization. She runs right into the retracted bridge, sending the car flying past. The car barely makes it, but sinks like an anvil and smashes into the ground. Chunks of the car fly in various directions. It took a beating, but it is still running. Also, sie haben das Auto doch. Sie ist jetzt mit dem Auto über die Brücke gefahren. Verstehe ich jetzt das richtig, ne? Trading on the Death Road. Also, wir können uns überlegen. Wir haben nur noch neuen Essen. Wir brauchen unbedingt Essen, ne? Also, wir ignorieren mal wieder das Traders Camp. Ich bin gespannt, wann wir dort mal irgendwie ein bisschen was haben. Oh, ein bisschen was haben, um uns ein paar Vorteile zu schaffen. Also, the group finds another traveler by the roadside named Carlet. She insists on joining the group immediately. The group isn't even given a choice. So, pass auf, nehmen wir sie mit oder nehmen wir sie nicht mit? Wir nehmen sie mit. Ach so, wir nehmen sie automatisch mit. Das war jetzt keine Frage, sondern wir nehmen sie mit und deswegen ist die Gruppe nicht so glücklich drüber. Geil, gut, noch eine, die mehr mit ist. Trapped in house. Oh nein, warum sind wir jetzt auch noch gefangen? Nein, Siege Alert. Scheiße, ey, was ist denn heute schon wieder los? Also wir sind gefangen in einem Haus. Siege Alert und müssen eine Stunde überleben. Hordengröße ist moderat und wir haben später Abend. Nachmittag, so rum. Oder da soll die Neue sich gleich mal beweisen. Siege Alert, Freunde. Komm, wir bringen einfach alle um. Eine Stunde. Ja, komm, eine Stunde schaffen wir doch. Wenn die Hortgröße so bleibt, wie sie jetzt gerade ist. Ich mache nochmal einen Ticken lauter. Können wir ein bisschen mit der Neuen noch quatschen. Überall liegen jetzt schon Organe. Ist das eklig? Ist das eklig? Aber Ladies, ihr schafft das. Ich möchte kein I und A hören. Sieht aus, als wäre eine Krake geplatzt. Nächster! Das ist so, wie wenn du irgendwo reinkommst, anstatt irgendwie dich willkommen zu heißen. Oh, oh, jetzt wäre es mehr. Jetzt wäre es mehr, Leute. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, the siege is over. Der war relativ einfach. Ja, dann würde ich sagen, escape! Alle raus? Yes, let's go. 22 Zombies destroyed. Wir brauchen Essen. Ich meine, Gas haben wir jetzt ganz gut, ist okay. Glimmer of Hope on the Death Road. So, jetzt sind sie alle natürlich ein bisschen motiviert, weil sie es überlebt haben. Jetzt müssen wir überlegen, welche Belohnung sie dafür bekommen. Moral und Random Skill Gained. Strengths, Moral und einmal Gesundheitsheilung. Oder Georgian plus 2 Medical. Pass auf, dann nehmen wir mal Georgian plus 2 Medical. Georgian invents a breakthrough in Zombie Healthcare. Ist aber gut, wenn jemand Ahnung hat. Siehst du, und da kriegen wir nämlich einen Zombie-Point dafür, die wir auch wieder ausgeben müssen. Wenn wir hier im Startbildschirm angekommen sind, müssen wir das unbedingt tun. So, no more creepypasta. The group is sitting around a campfire, resting before a brutal day tomorrow. The group eats a decent meal. Sollen sie sich gruselige Geschichten erzählen oder einfach zu Bett gehen? Pass auf, die erzählen jetzt ein paar Gruselgeschichten. Oh, was? Was? The group decides to tell scary stories. Georgian makes her scary story about bad smells. Oh Gott. Das ist wieder so mädchenmäßig, oder? Eine schlimme Geschichte über böse Gerüche. Aber guck mal. Guck mal, wie die Laune dadurch steigt. Die Entscheidung war gut. Weil die Gefahr ist natürlich, dass die Mädels sich entweder richtig zu Tode erschrecken, in die Hosen kacken oder die Nacht dadurch nicht schlafen und dann völlig unausgeglichen sind. Aber das war jetzt mal eine gute Entscheidung. The group has fun, but doesn't get enough sleep and is tired the next day. Ja gut, sie sind ein bisschen müde, aber sie hatten Spaß. Scheiße. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. So, what? Swallow Flags? The group stumbles upon a Swallow Flags. Home Thranks and Fitness. Was? Wir haben jetzt eine Fitnessmaschine gefunden? You don't see these much anymore after all the lawsuits against it and the government ordered recalls. Oh, warum auch immer das Government die Teile zurückgerufen hat? Vielleicht Swallow Flags? Hört sich ja an.
Swallowflex, also gegen die Anschwellung oder für die Anschwellung? Ich weiß nicht, was es macht. Also, pick someone to use Swallowflex and probably get killed. Was? Was? Okay, das erklärt auch, warum die Regierung diese Fitnessmaschine zurückgerufen hat. Es tötet Leute. Ne? Sport ist Mord. Dann sagen wir, stay away from it. Sport ist Mord. Wir machen jetzt keinen Sport. Wir wollen niemanden umbringen. Wir haben nur noch 3 Burger. Wir müssen unbedingt Essen finden, ne? Vielleicht in einer ruhigen Stadt. Quiet City. The group explores a fairly quiet city. This is a good chance to resupply in relative safety. Milde milde Schwarmgröße. Die sind so ein bisschen sluggish unterwegs. Am späten Abend, Nachmittag. Was ist da heute los schon wieder? Am späten Nachmittag, so rum. So, Sporting Goods Store oder Apartment with Help Banner? Also ich finde dieses Apartment sehr, sehr, sehr gruselig, ne? Weil wer schon Banner mit Hilf mir hinlegt, also pass auf. Unser Auto, siehst du, ist nämlich gleich im Po, ne? Wir haben noch 12 Drivings vor uns. Wir haben noch 12 Drivings vor uns. Pass auf, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen die Statuspunkte von den einzelnen Leuten hier an. Oh, wow, guck mal, die Thranks von der Chrissy. Ja, nicht gut, nicht gut. Und Charlotte, von der wissen wir ja noch gar nichts. Okay, ja, weiß ich nicht. Also, ich würde sagen, los geht's, ne? Ja, na wo? Pass auf, wir nehmen jetzt das Apartment mit dem Hilf mir Banner. Ich hoffe ja, das lohnt sich. Wenn nicht, dann. Na, dann nicht, ne? Wir brauchen unbedingt Essen. Wir brauchen unbedingt Essen. Aber diesen Sportläden. Ja, schlägst du mal dich auf unser Auto jetzt ein? Gibt's ja nicht. In diesen Sportläden haben wir ja bis jetzt noch nie irgendwas Essbares gefunden. Das Problem ist einfach, dass hier in diesen kleinen Häusern ja meistens auch nichts irgendwie ist, weißt du? An Essbaren. Du findest halt nur so viele kleine Räume. Das können wir nicht essen. Also wir können schon, aber ich weiß nicht, ob das, ne? So, das war Haus Nummer 1. Scheiße. Aber es war auch noch nicht das Haupthaus. Laufen wir jetzt in Haus Nummer 2? Ich will da rein. Lauf doch, Mädchen. Scheiße, Mann. Habt ihr irgendwo Essen neben dem Bett, Mann? Gibt's doch nicht. Wir brauchen Essen. Wir haben Hunger. Ich weiß nicht, was es ist. Komm. Ja, einer. Das ist gut. Vielleicht stirbt ja unterwegs noch jemand. Dann ist okay, wenn es nur einer ist. Ansonsten wird es halt langsam knirsch, ne, mit dem Essen. Oh, es ist zumindest ein sehr verwinkeltes Haus. Gefällt mir. Ja, noch einer. Ja, echt schwierig jetzt hier die Suche nach den Burgern, ne? Nirgendwo gibt's irgendwas. Da ist noch eine Tür. Oh, das sieht aus wie die Küche. Noch einer! Ja! Essen! Yes! Ja, 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 ja. Jetzt bin ich schon ein bisschen beruhigter. Es wird aber langsam dunkler, siehst du, ne? Da müssen wir aufpassen, weil da wachen die Zombies auf. Oh, da ist noch so ein Haus. Komm, pass auf. Noch können wir das managen. Noch sind wir genügend Leute. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Gut, 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 gut. Kühlschrank. Yes. 2. Ja, noch einer. Die Küche ist gut. Geil. I am happy. I am happy. I am happy. Da gucken wir auch rein. Ja. Ich glaube, nach diesem Haus... So, oh, ist das was? Ist das nix? Ich weiß nicht, ob das was ist. Nein. Es sah so aus, als wäre das was gewesen. Nach diesem Haus bin ich aber überlegen, ob wir zum Auto gehen. Weil unser Fokus lag ja jetzt wirklich auf Essen. Ne? Ah! Weil siehst du, die wären jetzt langsam mehr und wären dann auch ein bisschen schneller hier unterwegs. Ha, fail, fail, fail. Ja, raus, raus, raus. Und jetzt war hier links noch eine Tür. Hä, wo ist denn hier was? Da ist doch nix. Warum hat die Tür geblinkt? Ja, die kommen nämlich alle an. Pass auf, wir laufen zum Auto zurück. Wir haben ja jetzt ein bisschen was an Essen eingesammelt. Das reicht bis zur nächsten Location. Oh!
Ja, aber unser Auto ist jetzt eh gleich Schrott, weißt du? So, 12 Burger, das ist nicht die Welt, aber es ist schon besser als nix. 37 Total Pistol Aim, das heißt, wir können jetzt auch endlich mal so ein bisschen nach Schusswaffen Ausschau halten, weißt du? Ich glaube, wir haben sogar noch einen im Gepäck, aber unser Auto ist gleich fürs Poloch, ne? Aber Leute, überlegt mal, wir kommen schon weiter, ne? Boring stop. The group finds an empty spot along the road that looks as good for camping as any. The group eats a decent meal. Ah, okay. Ich bin ja gespannt, ob ich es irgendwann nach Kanada schaffe und vor allem wann. Always be loading. While driving on the dead road, the group decides to make a stop for supplies. In a barn rescue. Warum ist das rot? Warum ist es rot? Es reizt mich. Barn Rescue hatten wir noch nicht.